Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canis TV, herzlich willkommen. Wir haben heute den 10. Dezember und ich bin weiterhin im Adventskalender mit Ihnen. Schlage also den 10. Dezember auf und was sehe ich? Eine Kerze. Das gehört ja zum Advent dazu, Kerze. Das kleine Licht in der Dunkelheit. Ich erinnere mich an einen sehr dunklen Advent vor einigen Jahren, wo ein Freund von mir, der sich in einer tiefen Krise befand, sagte, Advent ist eine dunkle Zeit, aber es brennt immer eine Kerze. Bei mir aber sind alle Kerzen aus. Diese Aussage hat mich damals sehr erschüttert und dazu geführt, dass ich natürlich dann auf ihn zugegangen bin und wir dann wirklich auch dieses Alarmsignal gehört haben, um daraus eben jetzt etwas zu machen. Manchmal kann ja ein solches Alarmsignal auch der Punkt sein, wenn ich merke, da brennt jetzt keine Kerze mehr. Wie schön also ist es im Umkehrschluss, wenn eine Kerze brennt. Und hier hat der Pater Stark, der Martin Stark, einen Text dazu geschrieben. Der Martin Stark ist jetzt inzwischen der Kirchenrektor in St. Michael in München. Herr, du Gott der Verheißungen, das Licht der Kerzen im Advent berührt uns und erhellt unsere Träume. Hilf uns, unsere Sehnsucht in deine Liebe zu stellen. Öffne uns die Augen und schenke uns deine Sicht, damit wir die Lichtblicke in unserer Gesellschaft wahrnehmen und staunen über all das Gute in unserem Alltag. Gib uns deinen Geist, damit wir in Dankbarkeit leben und miteinander deine Wege gehen. Ja, Lichtblicke in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Ich hatte einen solchen Lichtblick vor einigen Wochen. Ein Mann rief bei mir an, dessen Mutter verstorben war. Ich kannte die Mutter überhaupt nicht und den Vater auch nur flüchtig hier in Berlin. Er forderte eben einfach den Dienst eines Priesters an für die Beerdigung seiner 95-jährigen Mutter, die in den letzten Jahren auch dement war. Eine der bewegendsten Momente, die bei der Begleitung von Menschen geschieht für mich, die einen lieben Verstorbenen beerdigen, ist, mit ihnen zu sprechen über die verstorbene Person. Und der Vater erzählte mir die Geschichte seiner Mutter, eine Flüchtlingsgeschichte, Vertreibungsgeschichte, die dann aus einer protestantischen Familie kommend in eine katholische Familie hineingeheiratet hatte in Frankreich. Und der französische Vater war eher so ein, ich sag mal, ein agnostischer Katholik. Das gibt's ja, so Menschen, die aus Tradition katholisch sind. Aber die dann aus einer ganz eigenen Motivation heraus eine tiefe Liebe zur Liturgie, zur Frömmigkeit entwickelt hat. Und eine ganz tiefe Spiritualität. Das ist für mich so eine Kerze, weil eine Kerze bedeutet, natürlich wird eine Kerze von außen angezündet, aber sie brennt eben auch von innen heraus. Da muss man nicht dauernd eben nachgehen, sondern hier war plötzlich eine ganz tiefe Frömmigkeit entstanden, und zwar durch den Zufall, in Anführungsstrichen, einer Begegnung mit einem katholischen Mann, der eigentlich selbst gar nicht so katholisch ist, aber dann darin diese Entwicklung. Der Mann ist dann relativ früh gestorben. Sie war dann 30 Jahre lang alleinstehend, eine Lehrerin von Beruf, und sie hat eben diese Frömmigkeit gelebt. Und ein Element dieser Frömmigkeit, das beschrieb ihr Sohn, lautete immer dankbar in den kleinen Dingen sein. Also das war das, woran der Sohn die Frömmigkeit auch der Mutter erkannt hat, nämlich eine Dankbarkeit in den kleinen Dingen. Das finde ich ein großartiges Bild. Dankbarkeit in den kleinen Dingen. Die Dankbarkeit ist ja der Anfang von allem.
Dann ohne Dankbarkeit gibt es ja nicht die Anerkennung dessen, was in meinem Leben leuchtet. Eine kleine Kerze in der Dunkelheit, die ich sehe, macht mich dankbar. Und vielleicht wäre das ja etwas, was Sie auch heute mal tun können, einfach sich hinstellen, die Augen schließen und sich einen dunklen Raum vorstellen, in dem eine Kerze brennt. Und dann dankbar dafür, dass eine solche Kerze brennt. Und dass es Menschen gibt, die auch auf so eine stille Weise wie Kerzen brennen. Eben indem sie zum Beispiel immer letztlich ausstrahlen eine Grunddankbarkeit. Und sei es nur für die kleinen Dinge. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.